Hallo Leute, ja, vielleicht habt ihr auch so einen wunderbaren IKEA-Adventskalender. Wenn nicht, jetzt ist es zu spät. Und übrigens, schönen Nikolaustag zusammen. Ja, diesen Kalender, ich finde die immer ganz praktisch. Die gibt es eigentlich jedes Jahr bei IKEA und die Schokolade ist ganz gut. Die kosten, glaube ich, 12,99 € oder so. Und man kriegt mindestens Gutscheine im Wert von 10 € drin. Also es ist immer ein Gutschein am Nikolaustag, heute. Und dann einer am 24. drinne. Die Gutscheine funktionieren allerdings wirklich auch nur erst ab dem Tag. Kann sich jetzt nicht 300 Kalender kaufen und dann mit den Gutscheinen zur Kasse gehen und nochmal 300 Kalender kaufen. Das funktioniert hier leider nicht mehr. Oder leider, naja, so viel Schokolade isst, der kann dann eh nur noch auf dem Sofa leben. Aber dieses Jahr ganz speziell gibt es zu dem Adventskalender auch eine wunderbare App. Gucken, ich zeige die mal hier auf dem Handy meiner Frau. Hoffentlich nicht die 100.027 Notifikationen. Meine Frau heißt übrigens Alexa. Einfach nur der Einfachheit halber. Wo ist denn die App hin? So, das Problem mit dieser App ist, wenn man die startet. So, dann sieht das üblicherweise genau so aus. Und da tut sich auch nichts mehr. Aber dank meiner Genialität und meines und trüblichen Geistes habe ich herausgefunden, was das Problem ist, warum die App nicht funktionieren mag. Und das ist eigentlich ganz einfach, es ist ein Permission-Problem, weil die App nämlich die Berechtigung, die sie braucht, das ist übrigens das Android 8 Oreo auf dem Sony Xperia XZ, wo ich ja auch mal irgendwo ein Video gemacht habe. Ich wahrscheinlich vergessen werde, hier den entsprechenden Link auf die Karte zu setzen, weil ich das immer vergesse. So, da haben wir das unter Apps und Berechtigungen. Gehen auf App-Berechtigungen. Und jetzt braucht diese App wahrscheinlich Zugang zur Kamera. Genau. Setzen. Und auf den Speicher wahrscheinlich auch, um Bilder zu speichern und dann irgendwelche interaktiven Sachen zu tun. So, jetzt gucken wir mal, ob die App noch weiterhin nicht mag. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich mal neu starten. Mein anderes Handy hat es auf jeden Fall funktioniert. Mal die übliche Benachrichtigung, weil ich nie den Ton ausmache. So, und jetzt funktioniert diese wunderbare App plötzlich wunderbarerweise. Also, ja, wenn ihr das gleiche Problem hattet oder habt, dann hoffe ich, ich konnte euch helfen. Und ja, vergesst nicht, meinen anderen Krempel anzugucken und den Kanal zu abonnieren und die ganzen. Oh, Alexa schaut mir über die Schulter und meckert mit mir. Sollen wir die App mal starten? Ich glaube, das ist, was Alexa mir sagen will. Ja. Ist ja wirklich funktioniert. Oh ja. Ist der Elch jetzt leicht bedröselt? Er sieht nur so aus, glaube ich. Es garantiert keine Präsentation der negativen Auswirkungen von Glühwein auf die geistigen Fähigkeiten. Das ist dann wahrscheinlich eher eine Warnung vor dem Missbrauch von Marihuana. Ja, aber jetzt funktioniert die App und ihr könnt noch mehr Spaß mit dem Adventskalender haben, als ihr eh schon hattet. Ja, und falls ihr keinen habt, Pech gehabt, gibt es nicht mehr. Die sind üblicherweise schon so eine Woche oder zwei vor Dezember ausverkauft. Das ist ja nicht genau beobachtet, wann sie weg waren. Ja, also viel Spaß mit dem Kalender und der App. Ciao, ciao.